Zeitrisse. Faust Ritschis Fernschreibapparat. Ein Artikel aus dem Jahrbuch Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens aus dem Jahre 1902. Dem Fernsprechapparat, dem millionenzüngigen Telefon, das seine Netze in wenigen Jahrzehnten über Städte und Länder gespannt hat, ist, so scheint es, ein ebenbürtiger Rivale an die Seite getreten. Der Fernschreibapparat. Bei den außerordentlichen Diensten, die das Telefon dem Verkehr von Person zu Person wie dem Weltverkehr leistet, hat ein Mangel desselben sich vielfach störend erwiesen. Seine Diskretion. Es muss laut in den Apparat gesprochen werden, was ihn für geheime Mitteilungen oft unbrauchbar macht. Können Sie mich hören? Hallo? Raffaelius Alva Grusser spricht hier. Hören Sie mich, Herr Grusser? Herr Grusser, Sie müssen laut und deutlich in die Muschel sprechen. Herr Grusser! Ja, bitte den Hörer am Ohr anlegen. Hören Sie mich jetzt? Hallo? Hallo? Schönen guten Tag, Don Guelle. Können Sie mich hören? Ob ich störe? Na, ich muss Sie doch sehr bitten. Immerhin haben Sie, Herr Grusser, das Ferngespräch eingeleitet. Wir stehen hier zwischen Nürnberg und Fürth in mitten weiter Flur. Unser Dampflokheizer wurde soeben vom Bären gefressen. Ich glaube, Sie wollen mir einen Bären abbinden. Den Bären auffinden? Nun, was erhoffen Sie sich dabei? Der wird ihn auch nicht mehr lebend ausspucken. Nun haben wir einfach ein Problem. Der Dampflokführer kann das nicht allein. Er hat Probleme mit seinem Bein. Dann soll er sich auf eine Kiste setzen und bei nächster Gelegenheit einen Arzt aufsuchen. Kein Grund, mich hier am frühen Morgen aus dem Schlafe zu reißen. Nein, wir brauchen dringend einen Heizer. Sie brauchen einen Schweizer? Sollen wir Ihre Fahrgäste etwa mit der Seilbahn evakuieren? Sie sollen uns einen Dampflokheizer mit der Eilkutsche schicken. Übertragung ist schlecht. Ich brauche eine andere Leitung. Sie brauchen eine andere Begleitung? Ja, dann rufen Sie doch mal in Münchens Sperrbezirk an. Rosi hat die Rufnummer 32 16 8 und begleitet Sie gern gegen schnöden Mammon auch die ganze Nacht. Aber schicken Sie mir in Gottes Namen zuerst Unterstützung. Die Fahrgäste sind schon außer Rand und Band. Wie, kein WLAN mehr? Die telegrafische Übermittlung von schriftlichen Aufzeichnungen unter Benutzung der Vorteile des vervollkommneten Mechanismus für den Telefonverkehr von Büro zu Büro hat daher schon geraume Zeit den Scharfsinn erfinderischer Köpfe beschäftigt. Der Teleautograph von Faust Ritschie, der kürzlich in Paris von der Akademie der Wissenschaften sehr beifällig begutachtet und dann in der Seinestadt ins praktische Leben eingeführt wurde, scheint das Problem gelöst zu haben. Dieser Fernschreiber besteht aus einem Pultchen, unter dessen Platte eine Rolle Schreibpapier sich befindet, die sich durch einen Spalt mechanisch auf das Pult abrollt, wenn man das Papier zum Schreiben benutzt. Über dem Pult ist auf vier Stützen ein kuppelartiger Kasten angebracht, der ebenfalls eine Rolle Papier enthält. Dieser Apparat ist zur Aufnahme der Antwort bestimmt. Die Worte, die an dem einen Ende der Fernschreibverbindung der Korrespondent unten auf das sich aufrollende Papier schreibt, werden in dem Apparat am anderen Ende auf dem Papier des senkrechten Kastens mit Hilfe eines entsprechenden Mechanismus und der elektrischen Leitung genau wiedergegeben. Während des Prozesses rollt sich das Papier hinter einer Glasscheibe ab, durch welche der Empfänger des telegrafierten Briefes denselben bequem lesen kann. Geschrieben wird mit einem einfachen Bleistift. Der Apparat nimmt auch in Abwesenheit des Empfängers jede Depesche auf. Er gibt jeden Strich, der an einem Ende der Verbindungslinie geschrieben wird, am anderen Ende auf das genaueste wieder. Jeder Apparat ist mit einer telefonischen Vorrichtung versehen, um dem Bedürfnis nach mündlicher Verständigung zu dienen. Die Korrespondenz wird gerade wie der Fernsprechverkehr eingeleitet. Können Sie mich hören? Hallo? Hallo?
Auch Zeichnungen kann der Apparat mit Blitzesschnelle von Ort zu Ort übertragen. Wenn der Teleautograph Soft Riches in der Praxis das hält, was die ersten Versuche versprechen, dann dürfte die geniale Erfindung sehr bald allgemeine Anerkennung und Verbreitung finden. Der Fernschreibverkehr wird dann im modernen Verkehrsleben eine nicht minder wichtige Rolle spielen als der Fernsprechverkehr. Nachfolgende Durchsagen beinhalten kommerzielle Angebote. Sie können zum großen Teil auch von Jugendlichen konsumiert werden. Mittels auf Ihrem Grammophon abgespielten Schallplatten von The Royal Hangman erlangen Sie bei Ihrer nächsten Teeparty oder Soiree bestimmt die von Ihnen gewünschte Aufmerksamkeit. Ihre Gäste werden von der zündenden Musikalität dieses Orchesters begeistert sein und nonstop das Tanzbein schwingen, bis zur mitternächtlichen Sperrstunde oder darüber hinaus. Einstudiert haben die Herren von Royal Hangman ihren Vortrag übrigens in einer leerstehenden Kutscheneinstellhalle. In England nennt man solche Räumlichkeit Garage. Der Name wurde deshalb zur Bezeichnung dieser modernistischen Musikströmung derselben zugeordnet. Zögern Sie also nicht und beschaffen Sie sich schallende Rillplatten der Royal Hangman. Sie erhalten solche exklusiv am Lagerplatz 12 in Winterthur bei Ventilator Records. Weit und breit die beste Adresse für Tonträger nordöstlich der Limmat. Merken Sie sich, Ventilator Records, seit 2010. Gegen Nennung des Codewortes Zeitrisse erhalten Sie im Ladengeschäft am Lagerplatz weitere Empfehlungen zu extraordinärer zeitgenössischer Musik. Kapellmeister Vasco Saxer steht Ihnen mit seinem fundierten musikalischen Fachwissen gerne zur Seite. Sie können die königlichen Henker für Feierlichkeiten jeglicher Art buchen. Das kleine, sympathische Orchester braucht vor Ort nur minimalen Platz. Entfacht dafür maximalen Beifallsturm. Schreiben Sie in das mit einer Lupe gekennzeichnete Sichtfenster in Ihrem bevorzugten Nachschlagewerk 3xW, theroyalhangman.ch. Steht für Confederatio Helvetica. Drücken Sie danach die mit Enter beschriftete Taste an Ihrem Eingabegerät und bestaunen Sie dann die Katalogseite, die sich öffnet. Konkurrierende Veranstalter werden Sie unter Royal Hangman beneiden. Mit der Royal Hangman bricht Ihre Festlichkeit durch Decken und Böden. Wir würden uns freuen, Sie auch bei zukünftigen Werbeeinschaltungen begrüßen zu dürfen. Foster Riches Fernschreibapparat war eigentlich nichts anderes als eine weitere Etappe auf dem Entwicklungsweg des Faxgerätes und den dazugehörenden Nachrichten, den Fernkopien, respektive Telefax, eigentlich die Kurzform von Telefaksimile. Die Anfänge dieser Technik gehen auf den schottischen Uhrmacher Alexander Bain zurück. Er hatte 1848 einen Kopiertelegrafen erfunden und mit ihm ein erstes Mal Handschriften und Bilder über eine Fernstrecke übertragen. Spätestens seit der Covid-19-Pandemie in den frühen 20ern des 21. Jahrhunderts gilt die Faxtechnologie als überholt. Die elektrische Dokumenteübertragung, die immer wieder zu Fehlern führte bei der manuellen Aufbereitung der übermittelten Informationen, scheint nun definitiv von der digitalen Welt abgelöst worden zu sein. In naher Zukunft wird man den Faxgeräten wohl nur noch in Museen begegnen, was vermutlich die beste von allen Lösungen ist. Zeitrisse. Foster Riches Fernschreibapparat. Ein Artikel aus dem Jahrbuch Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens aus dem Jahre 1902. Mit Ideen, Texten und Stimmen von Raffaelius, Alva Gruser und Don Quelle. Surround the Japanese Sandman. Robinson's Deep River Orchestra 1928. Ein akustisches Abenteuer in Szene gesetzt von Tonquelle Hofer.
wichtige Fernschreibdepesche. Bitte umgehend weiterleiten zu Handen R.A. Gruser. Punkt. Lieber Gruser, Suche nach Schweizer Heizer läuft. Punkt. Sonderzug nach Pankow steht ebenfalls. Punkt. Don Quelle mit Luftschiff unterwegs, um den bekannten Bühnenartisten Udo von Lindenthal wegen dringendem Termin nach Berlin zu verschiffen. Punkt. Herzlich, O. Silbenstein, Leiterin des kommunikativen Wortsteinbruchs bei Tonquelle Hofer.